Dann haben wir hier ein Karten, nee, auch ein detektivisches Spiel. Genau, ein Krimispiel, Spur des Geldes. Hier sind wir das Ermittlungsteam, wir als SpielerInnen. Und es ist ein Mordfall passiert in Chicago. Wir haben einen Teil des Stadtplans in der Gegend, wo der Mordfall eben passiert ist. Und wir haben das Portemonnaie des Opfers. Oh. Das ist unser Material am Anfang. Deswegen Spur des Geldes, weil Portemonnaie. Ja, vor allem ist kein Geld mehr drin, denn das Opfer wurde natürlich beraubt. Aber was noch drin ist, ist eine Kreditkarte, eine Visitenkarte, ein Ticket, diverse Notizzettel und Bilder, also alles mögliche an Material, was man sonst halt so im Portemonnaie hat. Damit können wir arbeiten. Vor allem aber brauchen wir unsere Mobiltelefone oder Tablets und scannen hier den QR-Code, der hier vorne drin ist, kommen auf das Online-Ermittlungsportal, das uns mit Fragen durch diesen Fall führt, und wir können uns dann Beweisstücke angucken, Verhörprotokolle durchlesen von Zeugen, die befragt wurden. Manche werden die auch ein zweites Mal befragt, wenn man irgendwie merkt, oh, vielleicht war da irgendwas nicht ganz richtig. Wir alle haben das gleiche auf unseren Geräten. Wenn wir die Fragen auch gleich beantworten, kriegt man sozusagen mehr Material freigeschaltet, man bekommt dann weitere Beweisstücke oder noch weitere Zeugenverhöre angezeigt und kann sozusagen dann den Fall ermitteln wie ein echtes Ermittlungsteam, das so tut. Man kann auch versuchen, vielleicht mit irgendwelchen Passwörtern, vielleicht kommt man irgendwo hin und kann irgendwas nachgucken. Ich will nicht zu viel verraten, aber es macht richtig, richtig Spaß, und man fühlt sich wie so ein richtiger Kommissar oder Kommissarin und ermittelt in diesem Mordfall. WLAN, Internet sollte also vorhanden sein in irgendeiner Form. Braucht man, genau. Und die Webseite bleibt wahrscheinlich auch die nächsten Monate und Jahre online. Genau, das wird so sein. Und vor allem das Gute ist, dass der Spielstand gespeichert bleibt. Also wenn ich nicht ganz fertig werde oder keine Lust mehr habe oder was dazwischen kommt, kann man zum späteren Zeitpunkt einfach wieder losspielen, und das auf dem Smartphone ist der gleiche Stand gespeichert wie vorher. Man kann es aber auch zurücksetzen, wenn man sagt, das ist schon so lange her, ich will nochmal von vorne. Das geht auch, aber man kann sozusagen an der Stelle wieder anknüpfen, wo man war, und sieht dann das gleiche Material und auch die gleichen Fragen, wo man war, wie vorher.